Das Kloster Reichenau besaß im 10. und 11. Jahrhundert eine einflussreiche Malerschule und die Klosterschreibstube gehörte zu den anspruchsvollsten Buchproduzenten des Frühmittelalters. Hier im kulturellen und politischen Zentrum des Reiches entstanden einige der kostbarsten Prachthandschriften der Welt. Zum Beispiel das sogenannte Wolfkotz-Evangelista, heute im Besitz der Stiftsbibliothek St. Gallen. Das besonders kunstvoll gestaltete liturgische Buch entstand um 900 und enthält wichtige Texte aus den vier Evangelien. Lange dachte die Forschung, es stehe in Verbindung mit einem St. Galler Mönch. Die jüngere Forschung zeigt oder legt sehr nahe, dass die Handschrift auf der Reichenau geschrieben wurde, und zwar unter Leitung und Mitwirkung des dortigen Bibliothekars Reginbert. Die zweite kostbare Handschrift, die die Stiftsbibliothek für die Landesausstellung verleihen wird, ist das Original der Benediktsregel, die mehr ist als nur Ora et Labora. Ein Dokument, das die Regeln im Klosterleben beschreibt, im heutigen Sinn also die Geschäftsordnung des Klosters. Insgesamt werden mehr als 250 Exponate aus ganz Europa in Konstanz und auf der Insel Reichenau zu sehen sein. Sie sind von unschätzbarem Wert, umso herausfordernder wird der Transport sein. Es gibt eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Von der Plastiktüte habe ich auch schon erlebt, bis hin zum Klima-LKW mit Luftfederung und von der Sicherheit begleiteten Transport. Ich würde sagen, das Pendel schlägt zu letzterem aus, wobei jeder Leihgeber das für seine Leihgaben selber dann regelt und vorschreibt. Mit der Landesausstellung 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau wird das kulturelle Zentrum des Mittelalters aktuell und erlebbar. Das Publikum sieht an den Originalschauplätzen auf der Insel Reichenau, wie sich das kulturelle Leben, die Wissenschaft, der Gartenbau und vieles mehr entwickelt hat. Da kann man wirklich, indem man eine Kirchentür öffnet, bis ins Mittelalter schauen. Und wir nutzen jetzt die Chance des Jubiläums, eben auch die kostbaren Objekte mal zurückzubringen in die Region, die eben vor über 1000 Jahren dort entstanden sind. Die große Landesausstellung Welterbe des Mittelalters wird von 20. April bis 20. Oktober 2024 in Konstanz und auf der Insel Reichenau zu sehen sein.